Heute berichte ich aus einem Observatorium. Und zwar geht es um eine offizielle Meldung des Pentagons. Und zwar sagen sie, dass sie ein außerirdisches Mutterschiff gesichtet haben, wie es zwischen Erde und Sonne durchgeflogen ist. Und wenn du jetzt mehr darüber wissen möchtest, bist du herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt dieses Observatorium. Also das ist so ein Platz, wo man hinausschaut in das Universum, die Sterne beobachtet. Und natürlich hat das Pentagon, die NASA haben ganz andere Geräte, um so etwas zu sichten. Aber diese Meldung, diese offizielle Bestätigung, dass hier ein außerirdisches Mutterschiff, das heißt ja ein riesengroßes Mutterschiff, muss das ja sein, dass das gesichtet wurde. Und das ist ja das, was wir als spirituelle Menschen schon lange wissen. Ja, was ich auch schon mehrere Sendungen drüber gemacht habe. Und jetzt haben wir also den Beweis, den offiziellen Beweis, dass es also tatsächlich stimmt. Und das macht mich sehr froh, weil dies eine offizielle Bestätigung ist, die Menschen brauchen, die nicht daran glauben. Wir brauchen diese Bestätigung nicht. Wir wissen es ja. Aber die anderen Menschen, die werden dadurch, ja, denen werden die Augen geöffnet. Und ich zeige euch jetzt auch gleich mal ein paar Bilder und es ist auch der Link unter dem Video, wo ihr das selbst noch mal anschauen könnt. Ich schalte jetzt mal um, eine Sekunde. So, und hier seht ihr zum Beispiel dieses Mutterschiff. So, die Maus will nicht immer, wie sie soll. Hier ist also dieses Mutterschiff. Ich muss mal gerade schnell noch mal mein Mauspad holen. So, jetzt geht das besser. Also hier seht ihr, hier steht es auch, dieses offizielle Anerkennen, was sie da gesichtet haben. Und hier unten steht auch noch der Name. Man hat nämlich früher, ich muss gerade mal lesen, Oumuamua, das ist ein hawaiianischer Ausdruck für ein Raumschiff, was schon viele Jahre vorher auch mal gesichtet wurde. Und so ähnlich sieht das jetzt wieder aus. Und daher nimmt man also an, dass es tatsächlich also ein Alien-Mothership ist, steht hier. Hier sieht man das Bild noch mal viel besser. Schaut, hier ist dieses Schiff also fotografiert worden. Und es gibt einen Sean Kirkpatrick. Das ist der Leiter der sogenannten Vereinigung für anormale Entdeckungen im Universum, sozusagen, könnte man dann sagen. Und die haben jetzt also berichtet, dass sie das gesichtet haben. Ich schalte jetzt mal wieder um. Ihr könnt euch das natürlich selbst dann auch unten nochmal nachlesen mit den Links. Man spekuliert natürlich jetzt, weil man keine weiteren Angaben hat. Und wenn man nicht channeln kann, bekommt man da auch keine weiteren Durchsagen. Wir werden ja gleich ein Channeling bekommen mit einer Aussage von unseren Sternenfreunden. Und dieses, was die hier vermuten, warum die Sonden jetzt da ausgeschickt werden von diesem Mutterschiff, das schreiben die auch im Bericht unten. Und zwar würden diese Sonden sich ihre Energie von den Sternen, von dem Licht der Sterne beziehen, also von dem Licht, von dem Leuchten der Sterne, da würden sie ihre Energie herbeziehen und auch von dem Wasser der Erde. Also sehr komisch finde ich mit dem Wasser der Erde. Das kann ja kein Treibstoff sein, aber mit einer außerirdischen neuen Technologie, für uns neue Technologie, dann doch sehr wohl. Also all diese Spekulationen stehen hier im Raum und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet und was ihr mir unter das Video schreibt. Und all diejenigen, die jetzt daran zweifeln und sagen, ihr spinnt, ihr seid verrückt, es gibt ja manchmal solche Kommentare, da muss ich zu euch sagen, noch offizieller geht es eigentlich nicht.
Ja, wenn es offiziell in den Nachrichten in den USA kommt, ist es doch eine große Bestätigung von unseren Channelings, von unseren Botschaften, die wir bekommen. Und ich werde die Aktorianer mal channeln. Und wir hatten ja auch ein anderes Video, wo ich Ashtar Sheran gechannelt habe. Das solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ich verlinke es mal hier oben, damit ihr euch da noch weiter informieren könnt, was alles geschieht. Und diese Botschaften sind sehr wichtig, denn wir wissen ja, dass wir unterstützt werden von den außerirdischen Sternenfreunden. Und sie sind ja da, um uns durch diese Zeit ja gut hindurchzubringen, um uns zu helfen mit zum Beispiel Transformationen von negativen Energien, von Streit- und Kriegsenergien, von Atomanschlägen, all das oder von Harp. Also all das sind Dinge, die die Sternenfreunde für uns tun. Und habt keine Sorge, ich channele nur die positiven, guten Sternenfreunde. Dies wird vorher alles genau geprüft und wir befinden uns in einem richtig guten Schutzraum, wenn ich da so ein Channeling machen werde. Und Ashtar Sheran wird ja auch zu unserem Festival kommen und uns dort noch ganz viel erzählen, was gerade alles so im Universum vor sich geht, was unsere Sternenfreunde planen und wie sie uns unterstützen können. Und da freue ich mich besonders drauf, weil das ist wirklich so schön, diese Botschaften zu bekommen. Und ich freue mich natürlich auch auf euch. Es haben sich schon sehr viele angemeldet, aber es dürfen auch noch mehr kommen, denn wir möchten eine ganz große, ja, große Community dort sein und aktiv etwas für den Aufstieg tun. Deswegen sind wir ja hier auf die Erde gekommen, damit wir etwas für den Aufstieg tun und das unterstützen. Und ich werde natürlich auch auf Telegram noch etwas dazu schreiben. Ganz klar, wir beobachten ja weiter auch mit unseren Sternenfreunden zusammen das Universum und bekommen dann da direkte Nachrichten dazu. Und das schreibe ich dann auch gerne auf Telegram, nur damit ihr es wisst, wenn ihr euch da weiter informieren möchtet. Ja, und jetzt gehe ich schon mal voller Freude in die Energie des Channelings. Ich nehme hier das Auraspray der sieben Schwestern. Die sieben Schwestern, das ist ja auch etwas Wunderwundervolles, diese Energie der sieben Schwestern, die mich ja schon jetzt jahrelang begleiten. Und ich glaube, viele von euch kennen die Aquarianer und auch die Webinare, die wir schon gegeben haben. Also all das trägt dazu bei, dass wir Menschen untereinander unser Bewusstsein erhöhen können und diese mehr als 5% von unserem Hirn nutzen können, indem wir uns öffnen zu diesen Durchsagen. Und jetzt bin ich gespannt auf die Botschaft vom Arcturus von Ariadhara. Ich schreibe ja gerade auch das Buch Das kosmische Wissen von Arcturus und da ist Ariadhara ja wirklich meine kosmische Schwester, die sich euch öffnet und für jeden gerne eine kosmische Schwester sein möchte. Also da könnt ihr euch schon sehr darauf freuen. Und jetzt beginnen wir auch gleich. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Mit dem Segen des Lichtes begrüße ich dich, allerliebstes Menschenkind, allerliebster Mensch der Erde, mit dem Segen des Lichtes von Arcturus bringe ich Licht in dein Zuhause und in deine Seele. Und dieses Sternenlicht, was ich dir überbringe, das bringt dich in eine Energie, welche über der dritten Dimension liegt und macht dich bereit, dich zu öffnen für die Durchsagen, die ich heute für dich habe. Und wenn du bereit bist, dann nimm nun einen tiefen Atemzug von diesem Licht, von dem Sternenlicht
und denke dabei an Arcturus. Und dein Herz und deine Seele werden sich öffnen und sie sind bereit, die Durchsagen von mir zu empfangen. Und ich kann dir berichten, unsere Lichttechniker von Arcturus, sie sind dabei, so viel für euch zu tun. Sie sind dabei, besondere Lichtstrahlen zu entwickeln, die sie zu euch auf die Erde senden werden. Und diese Lichtstrahlen, von denen es wirklich sehr, sehr viele geben wird, tragen jeder für sich eine besondere Energie. Einige davon könnte man einordnen, um bei euch in eurem Kopf, in eurem Gehirn weitere Möglichkeiten zu öffnen, sodass ihr mehr als 5% eures Gehirns, eurer Denkfähigkeit nutzen könnt. Und dies ist ein enormer Fortschritt, eine enorme Chance für die ganze Menschheit. Denn wenn ihr in der Lage sein werdet, ein paar Prozent mehr zu nutzen oder gar für die, die besonders gut geeignet dafür sind, oder gar noch mehr, 20-30% eures Gehirns zu nutzen, werdet ihr in der Lage sein, die Zusammenhänge auf einer anderen Ebene zu verstehen. Und wir arbeiten hart daran, euch die passenden Lichtstrahlen zu senden. Und es wird Lichtstrahlen geben, die bei 5% beginnen und Steigerungen von weiteren Prozent ermöglichen. Und je nachdem, wie sehr ihr bereit seid, euch dem zu öffnen, werden diese Strahlen euch immer weiter in die persönliche Entwicklung führen, in die galaktische Persönlichkeitsentwicklung. Und dies ist eine besondere Schulung, die wir den Menschen anbieten, die dafür bereit sind. Und ich habe schon so oft darüber gesprochen mit unserer Nirjana und ich habe sie genau unterrichtet, was wir alles für euch zur Verfügung stellen. Und diese Strahlen verbinden sich mit den wichtigen Bahnen, mit den wichtigen Nervenbahnen in eurem Gehirn. Und sie öffnen die Synapsen und bringen euch dazu, eine neue Weitsicht zu haben. Und euer Gehirn wird umgeschult, umgeschult, um das interstellare Verständnis zu bekommen. Natürlich tun wir dies nur für die Menschen, die es auch gerne möchten. Wir achten und respektieren den freien Willen aller Menschen. Und so darfst du, wenn du gerne dabei sein möchtest, mir jetzt ein inneres Ja geben. Und dieses innere Ja, das sollte aus deinem Herzen herauskommen und den Weg der Liebe und des Lichtes finden. Denn dieses Jahr werden wir erkennen. Dieses Jahr trägt den Fokus deiner Seelenliebe, deiner Seelenerinnerung an das, was du in Wirklichkeit bist. Und dieses Jahr hat eine besondere Farbe und Schwingung. Und an dieser Schwingung erkennen wir, was für dich jetzt am wichtigsten ist. Und so wird dich diese Schwingung erreichen und sie wird deine persönliche Lichtstruktur so weiterentwickeln, wie es jetzt gerade wichtig für dich ist. Wir haben diese Strahlen, diese Lichtstrahlen extra so entwickelt, dass sie für jeden Menschen individuell zu seinem allerhöchsten Wohle wirken.
Und darauf sind wir stolz, das darf ich sagen, denn unsere Lichttechniker haben sich sehr viel Mühe gegeben, damit alles gut und richtig funktioniert. Und ja, es stimmt, es sind viele Mutterschiffe unterwegs, nicht nur das eine, was ihr gesehen habt. Es sind sehr viele unterwegs und wir sind innerhalb der Galaktischen Föderation des Lichtes und des Friedens eine sehr große Gruppe von Mutterschiffen. Und wir tragen in unseren Mutterschiffen kleinere Schiffe, die euch dann unterstützen werden, je nach Situation auf der Erde. Unsere Lichttechniker und Kommandeure, sie sind sehr gut geschult und sie kennen sich mit den Energien und den Strömungen im Universum und auf der Erde sehr gut aus. Und so kannst du beruhigt sein, dass alles getan wird, damit es zu dem allerhöchsten Wohl der Menschen gereicht. Wir geben uns so viel Mühe und wir sind gerne für euch da. Und ich darf euch auch den Gruß der Liebe überbringen, denn wir lieben euch so sehr, wir achten euch Menschen. Denn ihr habt diese schwere Aufgabe übernommen, gerade jetzt in dieser Zeit inkarniert zu sein, um alles zum Guten zu wenden. Und ich darf euch sagen, das, was gerade bei euch auf der Erde geschieht, das ist bestimmt für einige von euch sehr schwer durchzustehen. Aber das gehört einfach zu dem Erwachensprozess dazu und besonders für die Menschen, die noch nicht erwacht sind, sind diese Dinge, die gerade bei euch passieren, sehr wichtig, denn dadurch kommen sie leichter in das Erwachen hinein. Und natürlich unterstützen wir auch mit unseren besonderen Lichtstrahlen diese Menschen, die noch dabei sind zu erwachen. Aber ihr dürft niemals vergessen, dass zu diesem Erwachen auch eine gewisse Aktivität dazugehört. Eine Aktivität, die nur von euch allein kommen sollte. Denn es ist euer freier Wille, der euch dann dazu bringt, aktiv zu werden. Und dann, wenn ihr dies geschafft habt, wird sich alles verändern. Alles so verändern, wie es für euch gut ist und wie ihr euch das vorstellt. Denn eure Vorstellungskraft, eure Gedanken, das sind doch die Werkzeuge, die euch zur Verfügung stehen. Und ich kann sagen, dass eure Gedanken so stark sind, dass ihr damit alles erreichen könnt. Viele von euch glauben das nicht. Aber das sind die, die noch nicht so weit sind. Auch sie werden das verstehen. Und so sehen wir, dass alles seinen Lauf nimmt und wir sind hier, um zu unterstützen, dass es so sanft wie möglich und so gut geht. Und so darf ich noch einmal den Segen des Lichtes von Arcturus zu dir leiten, dich damit überschütten und dir sagen, wir lieben dich, deine Schwester Ariadhara. Ich bin so gerne für dich da. Smarana. Eine wundervolle Botschaft von Ariadhara und ich bin tief berührt über alles, was sie uns gesagt hat. Und ich denke, ihr seid jetzt auch freudig und wieder in eurer Kraft. Und ich bin gespannt, wer sich dafür angemeldet hat. Schreibt es gerne unter das Video in die Bemerkungen. Ich freue mich auf euch. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.